Heute wollen wir wieder Duelle machen. Und zwar heute im Stadtresort. Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Hut zu einem Part von Switch Communication. Heute wollen wir wieder Duelle machen. Und zwar heute im Stadtresort. So, miserere Boy, Typi. Speedstar. Okay, ja, Straße, Stufe 10. Ui, da, das ist krass. Ich habe keine Ahnung von Stufe 10. Ich weiß nicht, wie ist die Bewegungssteuerung? Da ist die so oder ist die mit einem? Das weiß ich gar nicht. Das sehen wir schon. Wie man spielt. Wie sieht die Bewegungssteuerung aus? Grundsteuerung, Bewegung, Joy-Con links, okay. Schleunigen, Bremsen. Kurve lenken, Driften, SL. Boost RL. Ich würde es gerne probieren mit dem einzelnen Joy-Con. So, da muss ich aber erstmal meine Schlaufe abmachen. Und ja, ich sag mal hier A. Und gehe mal auf Sport, exotisch, überall bei Sport. Und nehme die Bewegungssteuerung. Und gebe mal mein Bestes. Keine Ahnung, ob ich es hinbekomme. Ich spiele jetzt mit diesem Joy-Con hier. Mal sehen, ob das was wird. So. Was müssen wir eigentlich machen? Ist es mit den. Okay. Wir sind genau gleich schnell, krass. Also es ist auf jeden Fall nicht das mit den Nummern, die wir einsammeln müssen, sondern einfach ein ganz normales Rennen. War jetzt nicht die beste Kurve. Die war schon besser. Aber ich habe jetzt meinen Führerschein in Real Life. Da bin ich hier sicher auch ein bisschen besser. So, natürlich fährt man so nicht auf den echten Straßen, aber hier in GoVacation ist es okay. Ich meine, wenn man schon als kleiner Junge hier Auto fahren darf, aber okay. Darüber soll man sich mal keine Gedanken machen, wie alt man hier sein muss. Nur 3 Runden hiervon, aber so zu Stufe 10, die letzte Stufe. Ich finde es aber auch ein bisschen interessant, dass wir das jetzt spielen, bevor wir überhaupt die Stufen geschafft haben. Aber das zeigt halt auch, dass wir es echt drauf haben. Junge, wir fahren einfach so schlecht, ist unglaublich. Aber wir wollen eh aber nur schneller sein, damit er sich einfach wieder verpieselt mit seiner Challenge. So. Mit seinem Duell, er macht einen auf dicke Hose und sagt, er ist krass, aber nee, ist er nicht. Nach 2 Runden, Junge. Aber hat es auf jeden Fall in sich. Man merkt, dass es Stufe 10 ist. Ich muss länger driften, okay. Aber er hängt mir schon hinten dran. Also, er ist schon gar nicht so schlecht. Ich bin nicht so gut mit dem Joy-Con, merke ich gerade. Naja, schau mal. So, setzen wir mal Nitro ein. So. Gut, wir sind jetzt wieder ein bisschen hinweggekommen. Also, haben ein bisschen Vorsprung rausgeholt. Oh, die Kurve nehme ich jede Runde schlecht hier, krass. So. Aber er kommt uns gar nicht so wirklich hinterher. Er hat seinen Standardabstand, aber. Ja, gut, jetzt mussten wir ziemlich runter oder bremsen, weil wir gegen die Wand gefahren sind. Also wurden ziemlich langsam. Diese Bahn hier. Wie das aussieht, dieses Stück von der Drambahn, einfach so ein kleiner Knick drin. Interessant. Okay, also mit dem Joy-Con bin ich noch nicht so ganz drin. Aber solange es reicht, das hier zu schaffen, ist sehr gut. Solange es für die Challenges und alles reicht, ist es ja okay. Gut, dann haben wir noch diese Kurve. Ich muss länger driften, glaube ich. Aber auch wenn wir so schlecht fahren, der kommt uns sicher daher. Das ist halt schon irgendwie heftig. So, wie wäre es jetzt hier? I don't know, wie man diese Kurve nehmen soll. Ja gut, weiß nicht die allerbeste. War das allerbeste Rennen, aber schau ich den Vorsprung an. Junge.
Wir haben auch echt ein tolles Rennen, das stimmt. Sehr nice. Wir haben es geschafft. War nicht schwer. Und wir haben es gut durchgestanden, würde ich sagen. Er war echt krass. Schaut ihn an, er mit seinem Race Stress und wir aber mit unserem Hoodie neben ihm. Und er, naja, so langsam war er gar nicht. 15 Sekunden langsamer. Naja, immerhin. Letzte Runde hat er hart verkackt, auf jeden Fall. 1:13 seine Bestzeit, das war meine Bestzeit. Schauen wir uns die auch mal an. Meine Bestzeit war 1:10, aber meine schnellste Zeit ist 1:15 gewesen. Also meine erste Runde war gar nicht gut. Aber ja, gut. Dann sagen wir mal beenden und schauen, dass wir auf jeden Fall noch zwei Challenges machen, würde ich sagen, also zwei Duelle. So, viel Design, so viel Farben, da findet jeder was für seinen Geschmack. Ja, durchaus. So ein bisschen farbenfroh, ein bisschen umdesignen kann man machen. Glückwunsch, das ist die Ökke des Vollspeeds übertroffen. Beachtlich, das war echt richtig gut. Ich finde es ein bisschen blöd, dass er das so sagt, ein bisschen. Er sagt, du hast meinen Ding. Wer das nicht sagt, du hast meinen Tops-Wert übertroffen, sondern er sagt, er redet von sich aus der dritten Perspektive, halt, aus der dritten Person. Das finde ich ein bisschen komisch. So, wenn ich sagen würde, oh, du hast den großen Zuckerflick zerstört. So. So. Da wollen wir nicht drauf springen, auf den Wal. Ist ja, glaube ich, also ist eine tolle Darbietung gewesen. In der Wii-Version hier ist es wahrscheinlich auch so eine Challenge, denke ich mal. So, da hinten war, glaube ich, nur eins. Noch eine Challenge. War die nicht hier irgendwo? War die hier? Nee, dann war sie da hinten. Da hinten, oder? Ja, da links war sie. Da hinten war eine, oder? Ja, dann machen wir die beiden noch, würde ich sagen. So. Du siehst komisch aus. Joker. Lol, Joker. Halfpipe, Halfpipe-Tricks. Ach so. Ich dachte, wir machen jetzt einen Halfpipe-Grind-Tricks. In der Halfpipe machen wir jetzt einen Grind dran, weißt du? Ganz klug auf jeden Fall. Die Tricks wollen wir natürlich nur einmal abchecken. Die Bewegungstricks. Y und Crab. Oh Gott, das ist schwer. Okay, ein Y und Crab, okay. 180er. Ja, ist klar. Ist klar. Flat Spin. Okay. Links, rechts, hoch, runter. Corkscrew, Mixed-Twist, Blimmel-Twist, Pinwheel. Okay, ich würde sagen, wir machen mal Inline-Skates, weil die habe ich jetzt eigentlich ganz gut verstanden. Bewegungssteuerung ist da. Und die Schlaufen um die Arme sind auch da. Weil, ja, ich möchte hier nichts. Ich möchte nicht meinen Bildschirm hier zusammendellen. So. Gegen Joker. Jetzt sind wir jetzt gegenseitig. Verschiedene Seiten. Das finde ich geil. Das taugt mir, finde ich. Ah, ne, er ist in mir drin. Okay, das ist nicht so geil. Okay, mal langsam anfangen. Und besser weitermachen. Ja gut, wir kommen eigentlich ganz gut rein jetzt. Okay, das war ein schlechter Sprung. Wir müssen ein bisschen mehr Tricks machen. Also so, den hier und den hier. Naja, wir liegen mit einigen Punkten vorne. Und diese 25 Bonus ist auch immer ganz cool, diese Bonuspunkte. Naja, doch, wir haben einigen Vorsprung. Ein paar 180s. Naja, komm, das ist echt ein Witz hier. Wir wollen jetzt aber noch einen diesen hier machen. Pinwheel. Und dann machen wir noch den einen, den hier oberen. Den doppelten Viking Flip. Ja gut, das war jetzt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Punkte vom Gegner geschaut, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Minimal vielleicht. Ja, okay, quasi. Ja. Über 650 Punkte mehr.
650 Punkte. Junge, das ist einfach so viel mehr. Hätte ich einfach nach einer Zeit aufhören können, theoretisch. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie einen Erfolg gibt, wenn man alle Duelle abgeschlossen hat. Werden wir dann mal sehen. So, Joker haben wir geschafft. Und dann machen wir noch den Typen, der genau nebenan ist. Aber diesmal haben wir... Ah. Gibt's hier gerade... Tony's dead, the fuck. Ich gehe mal kurz hier hin mit dem Skateboard. Damit ich jetzt hier mit meinem Skateboard das machen kann. Sunshine. Da hinten ist die... Das Duell, okay, das hat sich nicht gelohnt, da hochzuspringen. Aber egal, wir fahren jetzt nochmal hin. Da hinten ist noch einer. Vielleicht machen wir sogar noch zwei. Komm, die machen wir beide noch, wenn die so da sind. Mao machen wir auch noch. Mao, Mao. Das ist sie mit Gary verwandt, von SpongeBob. Mao. Oder so, keine Ahnung. Was kann die denn? Duell. Skate-Tricks, okay. Schauen wir mal. Bewegung. Crap, brauchen wir nicht. Oben rechts. Oben Ding Ding. Okay, okay. Corkscrew, Quest Ninja, Grind, Manual. ZL. Kickflip. Heelflip. Drücke der Luft, der gesagt wird, der Luft. Was gibt's denn hier noch? Aber das ist nicht alles mit dem rechten Stick hier. So dasselbe wie das andere. Egal, wir schauen aber mal. Duell. Skateboard. Ja, Skateboard. Mit der Bewegungssteuerung. Yes. Ich bin ready. Ich hoffe ihr auch. Und dann legen wir mal hier coole Skate-Tricks hin. So, schauen wir mal. Wo sind wir denn hier bitte? Ach, I don't know. Okay, das war nicht so elegant. So, ich durch das Leiden können wir eigentlich schon recht viele Punkte machen. Oder auch nicht. Gut, ich würde sagen, wir... Na, gut. Wir haben jetzt echt recht viele Punkte verloren und liegen sogar hinten, hinter dem, das ist nicht gut. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal auf diese Rampe hier hoch. Und hier können wir ganz viele Tricks machen. So. Nein, wir sind hängen geblieben. Ist ja ein Witz, okay. Aber wir liegen noch hinten. Das ist krass. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Wir nehmen lieber diese beiden Seiten, denke ich mal. Aber ich glaube, durch das Sliden kann man eigentlich viel schneller Punkte erfarmen. Na, schauen wir mal. Ich glaube, wir liegen noch knapp hinten. Schaffen wir es? Doch, wir haben gewonnen, ne? Ja, wir haben gewonnen mit 100 Punkten Vorsprung. Sehr schön. War relativ knapp, aber wir haben am Anfang ziemlich verhauen, würde ich sagen. Naja, stabile Leistung. Solange wir es schaffen, ist es ja okay. Gut, beenden, ne? Gegen Mao haben wir gewonnen und wir haben eigentlich noch kein Duell wirklich verloren, aber bisher waren die Duellgegner nicht wirklich schwer, muss man sagen. Jo. Dann schauen wir noch, machen wir noch ein viertes Duell, einfach weil es geht und weil gerade eins in der Nähe ist. Im Seeresort im letzten, in vor zwei Parts wusste ich eben nicht, wo noch welche sind. Aber die kann man ja wann anders mal machen. So, wir fahren auf jeden Fall hier noch zu dem dahinter, weil er schon hier steht. Wer bist denn du hier? Tony's Dad. Ah, hallo, Tony's Dad. Skate Park Tricks. Okay, jetzt einfach im Skatepark jetzt und nicht mehr einfach irgendwo. Okay, leg die besten Tricks hin und werde zum Skatepark King. Ich mache das mal wieder mit dem Skateboard, aber auch, warum nicht? Und muss mal Tricks hinlegen. Ich will ein Skatepark Superstar werden, auf jeden Fall. Das habe ich vor.
So. Zeige innerhalb des Zeitlimits viele Tricks. Okay. Okay, also noch nichts Besonderes. Der rechte Stick ist es ja. Ja gut, die Tricks sind noch nicht ganz easy für mich. Oh ne, fliegt noch nicht hin hier. Da hinten rast der ganz schön rum. Okay, dann nehme ich mir diese hier noch mit. Muss ein bisschen reinkommen, aber das geht dann schon irgendwie, wenn man es mal raus hat. Na gut, ich treffe gerade gar nichts. Also der Durchgang ist ziemlich schlecht, muss ich sagen. Weil du einige, durch solche Punkte bekommt man, also durch solche Tricks, wie ich gerade mache, bekommt man halt einige Bonuspunkte. Was nicht cool ist. So. Also G6 sollte man eigentlich immer danach noch mitmachen. Irgendwie treffe ich immer nie das Teil hier. Okay, war ziemlich low. Es lohnt sich eigentlich gar nicht zu grinden, ehrlich gesagt. Es lohnt sich echt einfach gar nicht zu grinden, einfach aus dem Grund, weil grinden so wenig Punkte gibt. Ja gut, wir haben wieder gewonnen. Diesmal sogar mit 118 Punkten Vorsprung. Obwohl wir anfangs echt zurücklagen. Aber naja, Tony's Dad ist halt schon ein bisschen älter, glaube ich. Naja, schauen wir kurz an. Kombo-Bonus hat nur 150. Wie viel Kombo-Bonus hat er? Er hat... ja, wenig Kombo-Bonus hier, wenn man so schaut. Naja. Der Combo-Bonus ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man eben verschiedene Tricks macht und nicht immer dasselbe, weil auch wenn man nur die Tricks macht, wo man so einmal meisten Dinger dafür gibt, also die meisten Punkte, dann bringt es trotzdem nicht viel, wenn man keine Bonuspunkte kriegt. Jo, Tony's Dad war mal, ist mal jetzt Geschichte hier im Schatten, das war doch, wenn das ein bisschen böse klingt. Ich weiß nicht mehr, wer Tony ist. Ist er bestimmt kein, bestimmt nicht der Tony Hawk hier, oder? Es würde mich wundern, wenn es der Vater von Tony Hawk wäre. Jo, dann würde ich sagen, was ist von dieser Folge von Gobi Cash. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Bis dann, anschauen. Ciao. Ah ja, Zickerflick.